Hallo meine Lieben, heute gibt es wie jedes Jahr ein Geschenke-Ideen-Video, Geschenke von Amazon, die ich mir bestellt habe, Geschenke von Dalton Marine Kosmetik, unsere Hausmarke, und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Das heißt, das ist hier ein bisschen Chaos. Ich werde ein paar Schnitte zwischendurch machen müssen, weil ich das ja zeigen will, ne? Also die Weihnachtszeit rückt näher und Geschenke, naja gut. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, wir bestellen sehr viel, aber ich will die nochmal vorstellen. Könnt ihr euch erinnern, das Stulpenvideo? So, ich ziehe die jetzt nochmal an, das waren, oh, jetzt hängt der Ring dazwischen. Das waren die Socken, also Weihnachtssocken, und die wurden abgeschnitten, abgekettelt. Und ich finde, eine wunderbare Geschenkidee, Stulpen, kostet eigentlich nur der Sockenpreis. Ich habe mich hier mit der kleinen Kamera hingesetzt und das Mikrofon muss ausreichen. Es ist sehr dunkel draußen. Ja, fangen wir mal an. Als allererstes Dalton. Also Dalton Marine Kosmetik Made in Germany hat wie jedes Jahr auch für mich einen Rabattcode von 20%. Ich weiß, dass der Rabattcode in dieser Single Week etwas höher war. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Vielleicht habt ihr auch schon bestellt. Ich möchte trotzdem noch ein paar Geschenkboxen vorstellen. Also die 20%, die sind jetzt vom 21. Wartet mal, ich muss genau gucken. Ich habe nämlich hier eine riesen Liste, also einen Haufen Zettel. Also vom 21. bis 28.11. ist dieser Code gültig. Beauty, Kirsti, alles in Großbuchstaben auf das gesamte Sortiment, ebenso auf diese Geschenkboxen. Ich habe hier zwei Geschenkboxen, die total meiner Hautpflege entsprechen. Produkte, die ich jetzt seit Jahren benutze. Und als allererstes haben wir die Beauty Box Soul. Harmonisierend, vitalisierend, glättend, ein Verwöhnpflegeset für reife Haut, eine Anti-Aging Beauty Box. Also Wellness für zu Hause ist diese limitierte Box. Darin enthalten sind zwei Gesichtscremes in Reisegröße und dieses pflegende Illuminating Oil. Das ist das hier. Ein Zwei-Phasen-Produkt, welches nicht fettend ist, welches man unter das Make-up aufgibt, welches diesen schönen Glow auf unsere Haut zaubert. Ja? So, dann haben wir diese, warte mal, diese Spatel natürlich auch dabei, eine samtig nährende harmonisierende Creme und Maske für die gestresste Haut, für die zur Rötung neigenden Haut. Die kann man abends auftragen als Maske, man kann sie drauf lassen, aber auch abnehmen, aber ich würde sie immer drauf lassen. Und die vitalisierende Creme, eine leicht seidige Textur, die für intensive Feuchtigkeit sorgt. Ja, also eine perfekte, ein perfektes Trio bildet dieses inspirierende Pflegeset für Haut und Seele. Also es gibt natürlich mehrere Boxen, ich habe jetzt nur diese zwei, die für mich abgestimmt sind. Das ist die Q10 Beauty Box Energy Boost. Also ich sage nur ciao, 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 fahr latin, müde Haut mit Q10. Darin enthalten haben wir einmal die Q10 Augencreme. Das ist, also die erhöht die Zellaktivität, vermindert kleine Fältchen, meine absolute Lieblingsaugencreme. Da kommt nichts anderes unter die Augen drauf, außer noch ein Booster vielleicht. Ja. Spendet, wie gesagt, ganz viel Feuchtigkeit. Das ist die natürlich Originalgröße. Hier haben wir eine kleine, das ist eine Energy Boost Creme. Die gibt es auch als Lotion, das ist also eine Creme. Eine, ne, mit diesem vitalisierenden Wirkstoff Q10, mit diesen Q10 Aktivperlen, die du beim Auftragen so ein bisschen aufplatzen, und diesem verjüngenden Zellumer Meeresextrakt. So, und was haben wir noch? Ah, haha, drei Ampullen für den frischen Kick zwischendurch. Anti-Aging Q10 Ampulle für die nötige Power. Ja, für die nötige Power. Ich sag's euch. Ich setze mal kurz die Brille wieder ab. Ich muss die jetzt ab und zu auf- und absetzen, damit ich hier auch die Preise im Kopf habe. Ihr wisst, ich sehe sonst nichts mehr. Ne? Ich sehe nichts mehr. Ach ne, ich habe noch eine tolle Geschenkidee, die jetzt nicht von Amazon ist. Es ist von unserer österreichischen
Firma Simple Sleep. Ich hatte schon mal diese Kissen vorgestellt und die Decke vorgestellt. Nochmal zu dem Rabattcode. Da gab es ja einige Schwierigkeiten, dass mir geschrieben wurde, du hör mal, dein Rabattcode funktioniert nicht. Der funktionierte eigentlich immer. Ich habe natürlich nachgehakt, allerdings nicht bei reduzierter Ware. Also bei reduzierter Ware funktionierte er tatsächlich nicht. Ich möchte euch heute nochmal dieses Zirbenkräuter-Träumerkissen nahelegen. Das ist mein absolutes Lieblingskissen. Handgefertigt von Meisterhand aus der Steiermark. Okay, also dieses Kissen. Also gönnt euch himmlischen Schlaf mit einem Kräuter-Träumer-Zirbenkissen. Alles Handarbeit, das ist so ein Perkal-Baumwollstoff, der ist mit diesen Aktivkräuterperlen gefüllt. Das heißt, durch die sanfte Reibung, die wir irgendwie haben im Schlaf, werden diese Duftstoffe, die Kräuterduftstoffe freigesetzt. Also alles Handarbeit, auch die Verpackung ist aus recycelbarem Papier, wenn ihr das zugeschickt bekommt. Zirbenflocken, man kann, hier ist ein Reißverschluss drin, man kann sich das Kissen auch ein bisschen dünner machen. Man kann sich auch flocken, es kommt immer noch so eine Packung von diesen Zirbenflocken mit dazu. Man kann sich es auch höher machen. Den Bezug eigentlich nur an die Luft legen zum Auslüften. Man kann den auch waschen, aber durch diese Baumwolle, das ist so selbstreinigend. Ja? Und ab und zu wechselt man ja sein Kopfkissen. Man hat ja nicht das Kopfkissen 100 Jahre, oder? Nee, so alt wären wir ja gar nicht. Also Kopfkissen, man schwitzt ja auch und so sollte man einfach öfter wechseln. So. Also himmlischer Schlaf mit diesen Kräuter-Träumer-Zirbenkissen ist, finde ich, ein Mega-Geschenk für den Liebsten, für die Kinder. Es gibt auch noch Lavendelkissen und generell Kräuterkissen. Also wer jetzt Lavendel nicht mag, da gibt es auch normale, nur Zirbenkissen und fantastische Zudecken. Und da ist der Code Kirsti20. Ich schreibe das alles. Ich schreibe alle Produkte, die ich heute vorstelle, schreibe ich in die Infobox und verlinke sie. So, also zwei Rabattcodes haben wir heute. Genau, einmal Dalton und einmal diese Träumerkissen. Und ich weiß von euch, dass ihr die teilweise euch bestellt habt und glücklich seid. Also nicht mit dem Lippenstift dran. Das ist so ein himmlischer, toller Duft und sehr schöne Verarbeitung. Also das ist, da geht einem wirklich das Herz auf. Ja? Da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man sich in so ein Kissen legt. Also die Sachen, die jetzt kommen, die sind alle von mir bestellt, gekauft und ich habe mir gedacht, dass das sehr schöne Geschenkideen für einen selbst sind, aber auch für Freunde, Verwandte, Bekannte. Man sucht ja immer irgendwie was, das sind nützliche Dinge. Ich finde, das sind sehr nützliche Dinge. Und mir gefallen sie sehr gut und ihr fragt ja immer, Mensch, auch beim Kochen und Backen, was hast denn du da? Und ich brauchte sie auch. Und deshalb die Idee, machst du doch ein Geschenkeideen-Video, also und stellst das darin vor. Also jetzt haben wir hier, hier ist ja noch was, dieses Teil. Also ich sag's euch, das ist von Maxcare ein Massagegerät. Für Nacken und Schulter, ich sag jetzt. Wird zweimal alt. Aber ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Man hat so einen verspannten Nacken, ne, und verspannten Rücken und man sitzt viel am Computer. Und Massagen sind ja nun auch nicht. Kannst du auch nicht in die Massagepraxis gehen, ist ja alles irgendwie zu. Also wie hilfst du dir selbst? Und irgendjemand kann dann auch nicht massieren, weil man kann auch beim Massieren einiges falsch machen. Also so ein Gerät. Warte mal, ich werde das jetzt mal anstellen. Also das ist kabellos, das heißt, ist natürlich schon ein Kabel, ich habe jetzt diese aufladbare Batterie, ich habe das aufgeladen und da ist auch so ein Adapter fürs Auto mit dabei. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Meine. Jetzt schalte ich das mal an und dann seht ihr das. Okay, nee, ich muss länger drauf drücken. Also, hört ihr das? So, das ist also diese 3D-Rotation, das gibt es mit 8 Kugeln und mit 4 Kugeln, das sind jetzt hier 4 Kugeln und die schmerzenden Muskeln, die werden durch diese tiefenwirksame Shihatsu-Massage total entspannt. Die Shihatsu ist so eine knetende Massage, das geht wirklich in die Tiefe
Und das wechselt auch nach allen paar, also nach so ein paar Minuten. Ne? Das Ganze ist eingestellt auf 15 Minuten. Das ist auch so ein Überhitzungsschutz da drin. Das schaltet sich dann aus. Das Schöne ist, warte mal, jetzt habe ich natürlich meine Haare hier. Ne? Okay, also man legt sich das hier drum. Und kann natürlich auch sehr schön die Arme entspannen. Ne? Und es ist auch nicht zu warm, ich sag's euch, das macht was mit einem. Und es kostet, Preis gucken, 54,99. Es gibt natürlich eine riesige Auswahl, das war wohl hier der Testsieger. So, und ich finde, so jetzt rotiert das in die andere Richtung, rechts, links. Und ihr werdet sehen, wenn ihr sowas macht, die eine Seite ist irgendwie, tut immer ein bisschen mehr, also weiß ich nicht, die ist, da geht es mir nicht tief. Also ich merke da richtig viel und mache das jetzt seit über einer Woche. Die Zusendung ging relativ schnell, also so nach einem Tag war das da. Also ich habe es abends bestellt, am nächsten Morgen war das da. Also das ging wahnsinnig schnell. Also dieses von Maxcare, ich schalte es mal wieder aus. Man kann es auch ohne Wärme machen, wenn man möchte. Ja? So. Also kann man mitnehmen für unterwegs, durch dieses Autoladekabel auch. Nicht nur für die Schulter, für die Beine, für die Arme, für den Rücken, für den Bauch, für alles, was ihr habt, könnt ihr das drumlegen. Also das ist ein sinnvolles Geschenk an euch selbst. Also ich habe mir das selbst geschenkt und ich hatte solche Schmerzen durch diese Computerarbeit eben auch. Ich hatte wirklich Schmerzen und das war total verhärtet. Dann hatte ich eine Massage, die letzte irgendwann im September, und da sagte der Physiotherapeut, meine Güte, bist du verhärtet. Ei, naja. Das tat richtig weh, diese Massage. Und bringt ja nichts, wenn du da einmal hingehst. Weil der ganze Bereich hier war verhärtet. Ne? Und jetzt merke ich so nach ein paar Tagen, ich mache das morgens eine Viertelstunde und abends eine Viertelstunde. Vielleicht ist es zu viel, aber ich merke, dass es mir gut tut. Ne? Nicht länger machen. Dann ist es wieder zu viel. So. Also das Massagegerät. Ich habe den Tipp übrigens, ich will das immer erwähnen, ich habe einige Tipps auch bekommen. Dieser Tipp war zum Beispiel von Sabine. So. Jetzt kommt was. Ich sage euch, das ist nichts für schwache Nerven, für Menschen, die ein bisschen empfindlich sind, was etwas derbe Sprüche betrifft, die sowas nicht so gut finden. Ich fand es mega. Ich habe das immer bewundert bei der Ute. Ute Alte Post postet jeden Morgen ihr Frühstück mit ihrem schönen Geschirr. Und die hat immer so fantastische Tassen gehabt mit Sprüchen, wo ich mich weggeschmissen habe. So Arsch, Arsch, Pimmel und so. Und ich meine, was ist das denn? Und da hatte mir die Ute gesagt, von wem das ist. Und zwar ist es eine Firma, die nennt sich Fräulein Heiligenscheiß. Kommt aus Deutschland. Und diese Tassen, die sind spülmaschinenfest, sind hochwertiger Druck, also von beiden Seiten, dass man das von beiden Seiten sieht, was quatsch ich hier so viel rum, kommt in einer sehr schönen Geschenkbox daher und kosten 14,13 Euro momentan. So, zum Beispiel haben wir diese in weiß-schwarz. Was ist denn das für eine beschissene Bumsbude hier? Da könnte ich mich weghauen. Also auch dein Gegenüber sieht diesen Spruch, ja? Hergestellt in Deutschland, geeignet für die Mikrowelle, spülmaschinenfest, ne? Und alles Handarbeit. Also, so. Und das fand ich auch ganz süß hier. Was haben wir hier? In rosa und schwarz gibt es die. Okay, das wird meine Tasse. Blöde, verfickte Drecksscheiße. Leute, ich finde, ich habe mich bei der Ute schon mal weggeschmissen, wenn die das gepostet hat, ja, und das heißt, die Dinger musst du dir bestellen. Das ist eine mega Geschenkidee. Man muss ja auch nicht draus trinken, man kann die sich auch auf den Schreibtisch stellen mit Stiften drin oder so, ne. Und da gibt es noch, wirklich noch andere zum Schreien brüllend komische Sprüche. Ja, Spruchtafeln. So, die blöde, verfickte Dreckscheiße haben wir jetzt. Okay, dann... Ja, dann, okay, dann fangen wir doch mal an hier. Ich gehe jetzt hier mal chronologisch nach meiner Liste vor. Da haben wir hier von Swarovski, ich blende das gleich mal ein, ein Remix-Armband mit funkelnden Kristallen. So, und das ist jetzt ein unsichtbarer integrierter Magnetverschluss. Müsste ich nur mal finden. Natürlich schwierig, denn, oh Gott. So, ein Magnetverschluss, jetzt haben wir es zu. Sehr süß,
Habe ich auch schon zigmal verschenkt. Das ist so Rotgold, eine rotgold glänzende Kette. Kostet, was kostet das? 43,25. Also mit verschiedenen Motiven. Wir haben ja einmal die Botschaft Glaube und das Unendlichkeitssymbol. Eine sehr, sehr süße Geschenkidee. Armband an euch selbst oder für die Tochter oder für wen auch immer. Ne? Dann habe ich hier eine Kosmetiktasche. Das blende ich jetzt auch gleich mal ein. Ich habe die mal gefüllt für euch. Bagsmart Kosmetiktasche, wasserabweisender Stoff ist das. Dieser Stoff nennt sich Pfirsichhautgewebe auf gepolsterten, also nee, mit gepolsterten Schaumstoff. Sie ist ganz weich, sehr schön. Wir haben hier also auch ein Fach für die Pinsel und auch mit so einer abwaschbaren Plastik hier. Ne, das ist aus hygienischen Gründen ganz cool. Dann haben wir hier auch einen integrierten Spiegel. Ich habe das noch nicht abgemacht, die Folie. Ich wollte das ja euch ja neu zeigen. Und diese Innentaschen sind auch variabel einstellbar. Ja, also finde ich ganz, ganz toll. Wir reisen zwar jetzt nicht viel, aber vielleicht auch irgendwo, um seine Kosmetik ins Bad zu stellen, dass man die Lieblingssachen alle beisammen hat. So habe ich das nämlich gemacht, dass man alles beisammen hat und nicht immer da guckt und hier guckt. Man kriegt ja gar nicht alles irgendwie in so eine Tasche rein. Und legt eure Kosmetik bitte nicht so ins Bad, ne? Das staubt alles ein, besonders die Pinsel. Und dieses Teil gibt es in vier Farben: Blau, Schwarz, Rosa und Türkis. Kostet 25,99. Hat hier auch so Metallnieten unten drunter und dass es nicht irgendwie wegrutschen kann. Also ein ganz tolles Täschchen. Hat so ein bisschen Chanel-Optik, ne? Darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, also hat mir sehr gut gefallen. Deshalb bestellt. Okay. Jetzt geht es weiter mit diesem. Ich habe das schon mal aufgemacht. Das ist eine Super Kitchen Antihaft, so eine rutschfeste Backunterlage zum, also, oder eine Backmatte besser gesagt, ne, aus Silikon. 71 x 51 cm. Silikon ist aus Lebensmittelqualität, BPA-frei. Gibt es auch in verschiedenen Farben, auch mit Weihnachtsmotiven. Also antihaft, leicht zu reinigen. Ups, in verschiedenen Farben. Da ihr jetzt mehrere Backvideos von mir sehen werdet, dachte ich mir, ist so eine Backunterlage eigentlich ziemlich praktisch. So, die Backunterlage kostet auch nicht ganz billig, aber ist eben nicht irgendein Silikon, kostet 21,99. So, und dann war ich auf der Suche. Ich habe übrigens versucht, die Sachen so zu bekommen, ne? Aber man ist irgendwie gezwungen, auf Amazon zu bestellen, weil ich habe zum Beispiel eine Teigrolle aus Silikon gesucht. Und ich war in vielen Geschäften und da haben die mich angeguckt, nee, nur aus Holz oder so. Na, solche großen aus Silikon, aber ich wollte so eine schmale aus Silikon haben. Also eine Teigrolle für Pizza und Teigwaren. Und da habe ich die gibt es gibt's auch in verschiedenen Farben. Das ist in einer schönen Geschenkverpackung, also kein Kleben mehr. Beim Teig ausrollen. Das ist nämlich der Vorteil, da klebt nichts. Ne? Beim Holz klebt ja immer dieses Mehl da dran. Ja? Und das Schöne ist, dass ich eben auch hier keine Keime festsetzen kann, wie das beim Holz der Fall ist. Also auch frei von Schadstoffen ist jetzt nicht irgendeine Billigrolle, die kostete 19,90 €. Ein sehr schönes, modernes Design und für Backfreunde ein wunderbares Geschenk. Und durch diese Größe, auch es gibt ja auch so kleinere, muss man auch nicht so viel Druck aufbauen beim Rollen. Ne? Also ihr werdet sehen in den nächsten Videos. Ihr wisst, viel mit Grün habe ich mir diese Teigschüssel, das ist die Firma IB Lawson. Eine Rührschüssel, Farbe Green Tea aus Porzellan, kostet 18 €, habe ich auch schon benutzt. Sehr schön, gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich mag das irgendwie, gerade wenn ich für euch diese Videos mache, dass da so schönes Geschirr mit, also zu sehen ist. Ne? Und ich mag es auch selber von der Ästhetik her. Und was ich auch sehr schön fand, ist ein französischer Landhausstil. Wo haben wir das denn? Dieser grüne Utensilienhalter, das ist auch aus Keramik. Vintage Shabby Style für Kochgeschirr oder für Pinsel oder was ihr da reinmachen möchtet. Antikes Design, rustikal französisch, 21,99 €. Fand ich sehr schön.
Weiter geht's rustikal. Da haben wir nämlich diesen hier, einen Kerzenständer. Ich habe festgestellt, im Rahmen meines Umzugs, ich war also großzügig, ich habe alles verschenkt, weggeschmissen. Ich hatte überhaupt keinen Kerzenhalter mehr für diese Stabkerzen. Und das ist das nennt sich Relax Days Kerzenständer. Der ist aus Gusseisen. 19 mal 9 cm ist der hoch. Ja. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Das ist die Farbe Weiß, also, und der kostet 9,90 €. Und der ist sehr schwer, sehr stabil. Und ich finde den richtig hübsch. Also wer so shabby, Landhaus, schick, wer sowas mag, ist es eine schöne Geschenkidee. Die nächste schöne Geschenkidee wäre jetzt Lakritze von Bülow. Dänisch. Das ist also dänische Gourmet-Lakritze. Ich habe mich da schon dumm und dämlich gegessen. Sie ist nicht günstig. Aber wenn ihr Lakritz-Liebhaberin seid oder jemanden in der Familie habt, der sagt, oh, ich liebe Lakritze, gibt es jetzt zu Weihnachten diese wunderbare Geschenkbox. Die kostet allerdings 30 €. Also man muss jede Kugel mit Verstand essen. Es ist wirklich Essen oder Naschen mit Genuss. Da haben wir einmal Klassik und einmal Gold. Klassik ist also der pure Luxus auf der Zunge. Das ist eine Kombination aus Meersalz, karamellisierter dunkler Schokolade und süßer Lakritze. Ohne Worte. Und dann haben wir die Gold Edition. Das ist also süße weiße Schokolade mit der Säuerlichkeit von rosa Himbeeren und köstlich süßer Lakritze. Die Verpackungen sind aus recyceltem Kunststoff gemacht und sind wiederverwendbar. Eine wunderbare Geschenkidee statt eines Pralinenkastens. Die sind auch nicht gerade günstig. Für Lakritzliebhaber, also Lakritze in Gourmetform. Verarbeitet, ein wahrer Genuss. Und statt Schokolade zum Beispiel, ne? Dann habe ich hier noch eine, die fand ich ganz niedlich, die ist vom Alnatura Lebkuchenduft. Das ist eine Duftkerze, auch sehr schön in so einem Wegglas. Ein ganz toller Duft, finde ich ganz süß zum Nikolaus oder so. Ne? Wenn man jemand statt einem Blumenstrauß, weil die war teuer und sie brennt 12 Stunden. Lebkuchenduft, sehr süß, gab es beim Alnatura. Und dann habe ich noch, ihr wisst ja, Vanille. Ne? Also Vanilleschoten aus Madagaskar sind ja sehr teuer geworden in den letzten Jahren. Und ich habe diese Pasten in Frankfurt, gibt es so einen Gewürzladen, und habe ich damals diese Pasten gekauft. Ich lebe nicht mehr in Frankfurt, hier gibt es so einen Laden nicht, also habe ich mich schlau gemacht und im Internet habe ich es gefunden. Das ist Taylor Bourbon Vanillepaste. Also erstmal diese Paste hier, kostet 7,84 €. Das ist eben die neue Art zu backen mit so einer Paste, frei von Propylen und Glykol. Gluten sollte man, wenn es also aufgemacht ist, im Kühlschrank aufbewahren. Also wenn es offen ist, ne, dann nicht so draußen rumstehen lassen. Ist fantastisch zum Süßen von irgendwelchen Quarkspeisen, irgendwelchen Puddings, irgendwelchen Kuchen. Und natürlich gibt es auch noch diesen, und das ist alles Fairtrade und Bio. Und dann gibt es noch diesen Extrakt. Das sind 100 Milliliter, das sind also ein Extrakt aus Vanilleschoten, Madagaskar. Fairtrade zertifizierte Produkte sind das. Und das kostet 8,45 €. Hochwertigste Qualität. Also habe ich schon probiert, finde ich auch ein sehr schönes Geschenk. Also meine Lieben, das waren jetzt meine Geschenkideen, die ich so euch mitteilen wollte, falls ihr keine Idee habt. Also es gibt, ich habe, also das war, ist eigentlich aus einer Idee herausgeboren dieses Jahr, weil ich die Dinge brauchte. Und dann dachte ich mir, Mensch, meine Mädels sind auch alle so praktisch orientiert auch, ja, und das kannst du doch super vorstellen. Ne? Gerade jetzt, wo so viel gebacken wird im Monat Dezember. Ja, also denkt bitte dran, dieser Code, ne, der geht eine Woche lang auf Dalton-Produkte. Ich schreibe nochmal alles für euch auf, wenn ihr mögt. Und ansonsten wünsche ich euch eine, was ist denn jetzt, ein schönes Wochenende, genau, ein schönes Wochenende. Seid besonders gut zu euch, bleibt mir gesund und bis ganz bald, wenn ihr mögt. Ciao.